Hallo und herzlich willkommen auf dem Acker. Bisschen windig. Ich warte eigentlich nur darauf, dass es anfängt zu regnen. Hab das Auto gleich ins Eck. Dann kann ich flüchten. Bin heute Weichei-Modus. Ja, folgendes. Diesen Rucksack hier, Box, habe ich geschenkt bekommen. Und das ist jetzt ein kleiner Ultralight-Rucksack. Der ist sogar so ultralight, dass man den in seinem eigenen Deckelfach im Grunde verstauen kann. Natürlich ist er ohne Rahmen, aber ich habe das jetzt so gelöst, deswegen zeige ich ihn euch jetzt auch gleich mal ein bisschen im gepackten Zustand, habe das so gelöst, dass ich da die BW-Mehrzweckunterlage hinten reingesteckt habe, also die Bundeswehr-Isomatte, und schon habe ich einen Rucksack mit einem wunderbaren, schön kräftigen Rückenteil, Rückenpolster, da kann ich jetzt im Grunde reinschmeißen, was dann jetzt noch reinpasst, egal in welcher Form. Das wird auf keinen Fall bis zum Rücken durchdrücken. Lediglich, wenn man jetzt so einen richtig fetten Schlafsack reinstecken würde, dafür ist das Ding natürlich jetzt auch nicht ausgelegt, um da einen besonders fetten Schlafsack reinzustopfen, dann würde er sich wahrscheinlich in der Mitte ein bisschen auswölben. Das wäre dann etwas gewöhnungsbedürftig beim Trageverhalten, aber ja, ist noch nicht ganz voll. Da passt noch ein bisschen was rein und er hat auch noch diverse Sondertaschen und das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Was mir ja wichtig ist, was der liebe Schenker, herzlichen Dank an dieser Stelle zum ersten Mal, offensichtlich auch wusste, ich brauche solche Netztaschen, damit ich da meine Flaschen reinstecken kann und nach Möglichkeit auch welche, die wirklich groß genug sind, dass da auch, wenn man im Sommer unterwegs sein möchte, 1,5 Liter pro Seite reinpassen und das funktioniert hier tadellos. Ich habe es nochmal mit dem 1 Liter Fläschchen getestet und ich denke, ich werde für die meisten Touren, die ich dann mit so einem sehr leichten Rucksack machen wollen würde, würde ich dann, denke ich, lieber 1 Liter Flaschen mitnehmen. 2 Liter Kapazität reicht dann, weil man ist ja relativ flott unterwegs, also zumindest ich, wenn ich ganz wenig Gepäck habe, habe ich das Bedürfnis, besonders flott unterwegs zu sein und dann ist ja die Notwendigkeit, 3 Liter an Wasserkapazität mittragen zu können, vielleicht nicht unbedingt so gegeben, außer es ist jetzt knalle heiß und krasser Sommer. Ja. Dann ginge es schon, aber sonst werde ich da sicherlich 1 Liter Flaschen nehmen. Ich denke, ich werde auf jeden Fall für die nächste Ultraleichtwanderung oder kurze Tageswanderung oder irgendwas in der Richtung auf jeden Fall diesen Rucksack hier verwenden. Der hat Nennvolumen 40 Liter. Ne? Das kann sicherlich irgendwie ungefähr hinkommen, ist natürlich etwas optimistisch und wahrscheinlich ist da die Netztasche hier außen noch mitgerechnet und die Fronttasche noch mitgerechnet und so weiter und so weiter. Apropos Fronttasche, für so einen kleinen zusammenfaltbaren Rucksack, der, je nachdem wie man fragt, und ich habe leider immer noch keine Waage, aber je nachdem wie man fragt, wiegt der so irgendwas zwischen 340 und 410 Gramm. Irgendwo da dazwischen, vielleicht gibt es da auch Unterschiede, ob man jetzt hier den... Ah, der hat nämlich sogar... Seht ihr hier baumeln? Nein, da seht ihr es baumeln. Einen, nein, da auch nicht. Aber gleich habe ich es. Da! Der hat sogar einen Brustgurt, ne? Sogar mit Pfeife. Ja, also auch das ist eben entsprechend vorhanden. Und den kann man auch problemlos abmachen, wenn man den nicht braucht. Der wiegt bestimmt 15, 20 Gramm. Ja? Also das macht dann eine Gewichtsdifferenz zwischen 420 und 340, erklärt das schon zu einem Drittel. Ne? Also, das ist schon recht unterhaltsam, wenn man da mit diesen geringen Gewichten arbeitet. Wenn man hier dieses Bändchen noch vom Reißverschlusszipper abmacht, sind das auch schon wieder so Gewichtsdinge, die man gegebenenfalls noch einsparen kann. Es macht mir jetzt inzwischen wirklich Freude. Es ist natürlich für viele von uns sicherlich völlig idiotisch. Aber mir macht derzeit wirklich Freude über so winzig kleine Dingelchen, die ich dann doch nicht unbedingt brauche, die ich dann auch daheim lassen kann, um nochmal 2 Gramm zu sparen, und zwar wirklich 2 Gramm. Darüber nachzudenken, macht mir einfach ein bisschen Spaß. Was ich noch gar nicht erzählt habe, wollte ich eigentlich noch mal ursprünglich ein Video zu machen. Ist aber eigentlich nur so kleine Kleinigkeit, dass ich das fast nicht in einem Video verwurscheln will. Ich mache es dann bei der Grönland-Pack.
Geschichte. Da baue ich es dann wahrscheinlich noch mit ein. Aber ich habe bei meinem Kiaka, also meinem großen Trekkingrucksack für so Schwerlast, Wildnistouren und so weiter und so fort, habe ich jetzt noch diverses Zeug abgeschnibbelt, beziehungsweise diverses Zeug ausgebaut, um 200 Gramm zu sparen. 200 Gramm ist viel, das ist ein halber Tag Essen. Ja, also das ist schon wirklich, 200 Gramm lohnt sich. Andererseits ist es auch irgendwie wieder ein bisschen erschreckend, dass man, wenn man alles, was man nicht unbedingt benötigt, bei einem Kiaka abschnibbelt, beziehungsweise ausbaut, Kiaka, wie auch immer dieser Rucksack jetzt genau heißt, verdammt nochmal, jedes Mal das Gleiche mit dem doofen Namen von dem Ding. aber selbst wenn ich da alles wegräume, teilweise wirklich Funktionen, die andere Leute brauchen, wie das Netz für den Getränkebeutel, fürs Trinksystem, ne, das habe ich raus. Das Netz, wo man seine nassen Klamotten drin trocknen lassen kann, habe ich raus. Ich habe diverse lange Tragegurte abgeschnibbelt, weil ich sie so lange nicht brauche. Da müsste man schon eine Isomatte außen dran machen wollen, an der Seite. Das brauche ich nicht, muss ich alles nicht haben. Und mit all diesen Maßnahmen, inklusive dem Tragesystem fürs Deckelfach, das ich auch ausmontiert habe, weil ich das Deckelfach auch anderweitig noch am Rucksack, an der Hose oder sonst wie befestigen kann, dann komme ich immer noch nur auf 200 Gramm Gewichtsersparnis. Ne? So viele Zusatzfeatures weggelassen, es sind nur 200 Gramm und der Rucksack wiegt immer noch 3,3 Kilo. Also leer, ne? Es ist schon interessant. Man denkt schon drüber nach, insbesondere wenn man sich gleichzeitig hier mit so ganz kleinen, leichten Rucksäckelchen eben entsprechend beschäftigt. Ja, aber wie gesagt, diese Seitennetze hier, wunderbar. Da passt dann auch eine 1,5 Liter Flasche rein. Not sponsored bei dem entsprechenden Hersteller dieses Getränks. Ja, es gibt hier vorne eine kleine Bauchtasche. Upp. Nein, jetzt habe ich sie aufgemacht. Die ist sehr flach. Aber da kann man auf jeden Fall noch zwei Müsli-Riegel reinkriegen, eine Karte, ein Handy. Ein Handy wäre, glaube ich, relativ gut geeignet, um es da reinzustopfen. Dann wird es halt potenziell nass, wenn es regnet. Da sollte man halt dran rechtzeitig dann eben entsprechend dran denken. Offiziell beworben wird das Ding mit wasserdicht. Habe ich mal nachgeschaut. ich denke, wasserdicht ist natürlich, kein Rucksack ist wasserdicht. Nur solche Ortlieb-containerartigen Spezialtaschendinger, die nur im Entfernten an einen normalen Rucksack erinnern. Nur die sind wirklich wasserdicht. Diese tollen Dyneema-Dingstar-Rucksäcke und so weiter, die sind fast wasserdicht, aber auch nicht ganz, weil die Nähte sind natürlich eine Schwachstelle. Selbst wenn du den Rucksack aus wasserdichtem Material baust, kann durch die Nähte noch immer ein bisschen Wasser eindringen. Und das wird hier mit Sicherheit auch der Fall sein. Und das Material selbst, ich habe es ausprobiert, ist zwar wasserabweisend, da kann dann schon mal ein ordentlicher Schuck Wasser drauf und da kommt nichts durch. Aber wenn der dauerhaft im Regen benutzt wird, dann geht das da auch irgendwann durch. Trotzdem habe ich mir überlegt, ich werde bei diesem Rucksack sicherlich keine Regenhülle verwenden. Der hat kein saugfähiges Material. Wenn der Rucksack selber klatschnass ist, der nimmt kaum Wasser auf. Ne? Also das macht wenige Gramm aus, was das dann sein dürfte. Außerdem trocknet er dann auch wieder relativ schnell. Und da lohnt sich eine Regenhülle, die 30, 40 Gramm nochmal wiegt, nicht unbedingt. Und was drin ist, wird sowieso von mir nochmal extra wasserdicht verpackt. Das lässt sich mit weniger Gramm bewerkstelligen, insbesondere wenn man sowieso gewisse Ausrüstungsgegenstände dabei hat, in denen man Dinge wasserdicht verpacken kann. Und es ist, glaube ich, die insgesamt etwas leichtere und vor allen Dingen weniger stressige Lösung, wie wenn ich jedes Mal Regenhülle dran, Regenhülle runter. Das nervt mich schon beim großen Trekkingrucksack. Bei großen Trekkingtouren mache ich das, weil ich es einfach nicht riskieren möchte, dass meine Ausrüstung auch nur ansatzweise nass wird. Aber so funktioniert das, denke ich, ganz gut. Kurz zum Deckelfach. Es hat hier hinten eben ein relativ geräumiges, für so einen leichten Rucksack, wirklich erstaunlich geräumiges Obendrauffach. Also da passt, da würde ich jetzt sagen, da passt Essen für zwei Tage fast schon rein. Also allein Essen, ne, wenn man das da jetzt reinmachen möchte. Ob es sinnvoll ist, eine komplette Nahrung im Deckelfach aufzubewahren, ich denke, das Mittagessen und so ein paar Dinge, wo man Zugriff drauf haben möchte. Ein Wasserfilter von mir aus, Taschenmesser, wenn man es nicht in der Hose drin hat oder ja eben Tempotaschentücher irgendwie so. Oder auch andere Taschentücher. Nicht, dass ich jetzt Werbung für spezifisch diese Firma machen möchte. Ja, das geht da ganz gut. Es gibt, dadurch, dass das hier ein leichter Rucksack zwar ist, aber er immer noch immerhin so einen draufpackbaren Deckel hat. Der wird ja auch gerne mal weggelassen bei diesen super, super Ultralight-Packs, die dann nur noch so einen Rollverschluss haben. Aber dadurch, dass der so einen Deckel hat, hat man halt noch die Zusatzmöglichkeit, zusätzliches Zeug hier oben drauf zu legen mit dem Deckel selber. Dann das halt eben entsprechend zu fixieren und kann dann so
noch zusätzlichen Kram obendrauf mitnehmen. Das ist für mich interessant, um ein Stativ mitzunehmen, wenn ich mal diesen kleinen Rucksack verwenden möchte, wenn ich eine kleine Fototour machen will. Okay, das sieht jetzt nicht schön aus. Und das muss man dann natürlich ein bisschen üben und das Ganze ausdrafieren. Und eine Flasche ist auch nicht ideal für diesen Zweck, aber es geht. Ne? Also normalerweise würde ich dann eine Jacke nehmen. Ganz klassisch eine Jacke. Oder vielleicht, wenn ich noch eine zusätzliche Isomatte dabei habe, aus welchem Grund auch immer, könnte man da auch eine zusätzliche Isomatte auf jeden Fall auch noch oben drauf machen. Der Deckel hat noch eine Innentasche. Und diese Innentasche hier, die macht nicht viel Sinn, sie zu verwenden, wenn man gleichzeitig die Außentasche verwendet, weil das ist ein und dasselbe Ding, mehr oder weniger. Wenn die Außentasche voll ist, dann kriegst du in die Innentasche noch 3 Kreditkarten rein und dann war's das. Also das hilft dann nicht mehr allzu viel. Aber die Innentasche ist die, die dafür gedacht ist, um den Rucksack da drin zu verpacken. Deswegen findet man in der Innentasche dann nochmal diese Schlaufe, weil dann hat man den Rucksack als kleines kompaktes Täschlein, wäre dann hier drin, ne, und hätte dann sogar noch eine Schlaufe. Wozu diese Schlaufe man dann braucht, das weiß ich nicht. Vielleicht mache ich mir die auch noch ab, um 3 Gramm zu sparen. Mal gucken, weil das ist jetzt so ein neues Hobby von mir. Features, die ich nicht brauche, die Rucksäcke haben, abmachen, weil ich schleppe sie sonst unnötig mit. Ne? Andererseits, das Problem ist bei dieser Abmacherei, ist es einmal ab, dann ist es weg und dann kann man es nicht mehr, ne? Dann kriegt man es nicht mehr dran. Ja, Trekkingstockhalterung hier, Trekkingstockhalterung da, Schlaufe dafür hier unten, Schlaufe dafür da. Ja, erwartet man auch nicht bei einem so leichten Rucksack. Würde ich vielleicht nicht unbedingt immer für Trekkingstöcke benutzen, aber diese hier, die sind wirklich super praktisch. Da kann man sich dann eine Tasse mal dranhängen, Socken dranhängen, irgendein nasses Kleidungsstück dranhängen. Also sowas finde ich wirklich praktisch, weil das wiegt auch nicht viel und ist doch eine recht universelle Befestigungsmöglichkeit für allen möglichen Krempel. Eine zusätzliche Wasserflasche kann man da auch dranhängen, so 0,5 Liter, irgendwie sowas um den Dreh. Das funktioniert dann schon für kürzere Abschnitte. Ewig möchte ich damit nicht rumlaufen. So, dann hat er hier den üblichen Schnürverschluss, den man kennt von fast allen Rucksäcken, also insbesondere die ich besitze, haben fast alle eben diese Verschlussart. Ganz kurze Schneeschürze, die werde ich fast immer noch benutzen müssen, also ist das im Grunde fast schon egal. Und dann machen wir mal kurz leer. Ja, Größe, so halt irgendwie die Breite. Der ist recht schmal, wie ihr sehen könnt. Ne? Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der wirkt auf meinem Rücken etwas eigenartig, eben weil er doch so sehr, klappen wir das mal noch um, doch sehr schmal ist. Auch die Träger sitzen recht nah beieinander, aber das stört beim Laufen jetzt nicht wirklich. Also ich muss mal auch viele Kilometer damit machen, bisher kann ich sonst noch nicht allzu viel dazu sagen. Und es passt gerade so rein von der Breite, so gerade so eben die Mehrzweckunterlage. Das geht also auf jeden Fall. Und dann ist er im Grunde bloß noch ein Stück Stoff, das sich dann halt auch sehr klein verpacken lässt, was den Rucksack dann auch zu einem sehr schönen Zusatzrucksack, wenn man einen Städtetrip macht oder was macht. Ne? Also den Rucksack an sich kann man wirklich super klein mitnehmen oder man möchte zum Shopping nach New York fliegen. Wenn man das tut, dann könnte man diesen Rucksack mitnehmen und ihn gefüllt wieder mit nach Hause bringen. So, ja, das also zum Thema dieses Rucksacks. Mehr Features hat er. Achso, doch, er hat noch ein Feature, hat er noch. Er hat innen drin, hier seht ihr, das ist halt so eine Trinkblasenhalterung. Was allerdings fehlt, ist ein Loch, wo man seinen Schlauch vom Trinksystem rausstecken kann. Das heißt auch offiziell in der Produktbeschreibung nicht Trinkblasenhalterung, sondern Rückenfach, wo man noch zusätzliche Dinge drin aufbewahren kann, um mehr Ordnung im Rucksack zu schaffen. Das funktioniert mit Sicherheit. Werde ich das benutzen? Nee, mit Sicherheit nicht. Aber ja, es geht. Und für manche Leute ist das vielleicht ganz hilfreich. Wenn man einen ganz kleinen Computer hat, beispielsweise, würde da sicherlich noch reinpassen. Ja, so ein Mini-Studentencomputer. Irgend sowas in den Dreh. Also ich denke, ein 11 Zoll könnte reinpassen. Ja, doch, das müsste gehen. 11 Zoll müsste gehen. Jo! Viel um den heißen Brei rumgelabert. Herzlichen Dank. Also ich bin gespannt, was ich damit anstellen kann, wenn ich den mal länger auf Tour dabei habe. Das war jetzt einfach erstmal nur das entsprechende Bedanke mich mit Überlänge, mit viel dummem Zeug, was unwichtig ist. Aber das schockiere ich jetzt wahrscheinlich eh niemanden mehr. Ne? Also, Dankeschön.